fand es spannend, fast 2 Stunden lang mit einer Frau zu diskutieren, die die zweitlängste Dienstzeit als Justizministerin in Deutschland hat, die immerhin auch bereit war, zurückzutreten, um Inhalte und für Inhalte zu kämpfen. Datenschutz ist keine leichte Angelegenheit. Auch das ist bei dieser Diskussion sehr schön deutlich geworden. Es ist hervorragend, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und die liberale Hochschulgruppen gemeinsam sich der Digitalisierung und dem Datenschutz annehmen. Viele sehen die positiven Seiten der Digitalisierung, tolle Apps, Informationen über Fitness, recherchieren können im Netz, vieles andere mehr. Aber sie möchten auch nicht zum Opfer ihrer Daten Verwendung werden, und deshalb ist es ganz toll, dass die Stiftung und die liberalen Hochschulgruppen dieses Thema aufgreifen, denn es geht um Bürgerrechte, um Freiheitsrechte im 21. Jahrhundert. Privatsphäre ist auch heute aktuell.